Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Ich verwandle ein hässliches rotes Entlein in ein hässliches blaues Entlein. Zu sehen hier im Hintergrund gerade, die beiden roten Waggons, die wir hier sehen, die sind hässlich. Kann ich nicht anders sagen, da ist... Die geben mir nichts. Die sind jetzt hier von der Farbe vielleicht ein bisschen noch falsch dargestellt. Die sind so richtig rot. Furchtbar. Uralte Dinger, passt aber alles schön. Nutze ich aber immer, um die Reinigungswerke drunter zu klipsen und damit meine Gleise sauber zu halten. Und jetzt kam der Punkt, wo ich mir gesagt habe, nö Uli, das geht so gar nicht, das kannst du hier einfach nicht mehr machen. Du kannst nicht die alten Dinger da hin und her kutschen und vor allem in diesem Rot hier. Alle anderen Wagen, die ich habe, warte mal, ich habe hier noch so ein paar, die sind ja so braun. Ja, so kennt man ja diese Standardbraun. Die werden übrigens auch alle noch behandelt, die bleiben alle optisch nicht so, wie sie sind. Übrigens, diese hier kann ich leider auf meiner Bahn nicht verwenden, die werde ich verkaufen müssen. Falls einer Interesse dran hat, ansonsten gehen sie bei eBay rein oder wie auch immer. Aber ist ja auch egal, hat auch Zeit, rennt ja nicht weg. Ich habe ja noch genug andere. Und es ist so, dass ich die beiden Wagen, die ich immer dafür nutze, auch wie gesagt umgebaut habe schon. Die haben alte Maße. Das klingt jetzt richtig blöd. Die Achsen, die da drunter sind, die habe ich einfach nicht da. Nur hatte ich ja vor kurzem erst mir fast 100... Radsätze oder Achsen oder ja, Radsätze meine ich eigentlich gekauft. Aber genau diese Größe, diese lange, breite Größe hatte ich nun gerade mal nicht da. Ist aber nicht weiter schlimm, die waren ja soweit ganz gut, denn dieser Wagen bekommt ja keine Stromaufnahme drunter, so wie ich das bei den anderen alle so machen. Übrigens, wenn ich im Hintergrund was anderes zeige, als ich hier erzähle, liegt das einfach daran, dass man sich das ja gerne im Hintergrund angucken kann, wie ich das umgebaut habe, wie ich geairbrushed habe und so weiter und so fort. Ich komme natürlich immer wieder zum Thema, aber wenn ich mal was anderes erzähle, dann ist es halt so, dann ist das alles gut so. Und und diese Radsätze habe ich dann da drunter gesetzt oder auch behalten, weil ja keine Stromaufnahme drankommt, um dann eben entsprechend die verwenden zu können. Und da hatte ich zwei mit komplett aus Plastik, selbst diese, die Achse, komplett aus Plastik, außer außen, die Spitzen, die waren dann irgendwie Metall oder was weiß ich. Ich habe sie gerade nicht hier, ist aber auch völlig egal. Und zwei davon waren aus Metall und da kann man dann so schön die Reinigungswerke draufklipsen und dann passt das. Dann habe ich die einfach getauscht untereinander, da hat jeder von jedem eins bekommen. Dann werden wir nachher noch sehen, die werden ja auch nachher noch ein bisschen bemalt. Und entsprechend, ja, dann hat das gut funktioniert. Und damit bin ich an sich jetzt immer schon, ich sag mal, fast jahrelang rumgeeiert auf meiner Modellbahn. Und die waren mir immer ein Dorn im Auge. Wenn ich diese beiden roten Wagen, die sehen fast so aus wie meine BR 280, die hier stehen habe, von Brava, die ist genauso rot. Das passt nicht bei mir auf die Anlage drauf. Das sieht blöd aus irgendwo. Und deswegen mussten die koloriert werden. Und ich hatte es ja schon mal angekündigt, dass ich sowieso jedes Teilchen, was ich so habe, kolorieren werde. Selbst die Loks, die ich euch immer so zeige im Umbau, wahrscheinlich Dampfloks nicht, die werden gealtert, aber die bleiben halt schwarz, die bekommen vielleicht kleine Applikationen, so was Goldenes drauf oder irgendwas in der Art, damit es halt zum Steampunk, Dieselpunk passt und dann, aber das ist später erstmal. Jetzt wollte ich erstmal die beiden roten Genossen hier von meiner Anlage verbannen und habe jetzt blaue Genossen draus gemacht. Aber wie gesagt, wir schauen mal im Hintergrund, da bin ich nämlich am Lasercutten. Und zwar werden das Einlagen, die in die Wagen eingelegt werden. Ja, Einlagen. Und weil die haben zwar immer so eine Holzandeutung unten in den Wagen drinne oder Waggons, in dem Fall sind es ja Güterwaggons, haben die immer so Holzandeutung drin, aber das sieht nicht. Da kannst du malen, wie du willst. Du siehst das immer irgendwie so komisch aus. Ja, das wird kein nie so richtig holzig aussehen, außer man muss da wirklich entsprechend viel rummalen und machen. Und da ich ja nur die Möglichkeit habe, mit meinem Lasercutter das Ganze entsprechend mir zu erstellen, wie wir gerade gesehen haben, man sieht sowieso kaum zum Schluss, weil nachher kommt dann noch Ladegüter oben drauf. Aber ich bin der Meinung, es soll immer alles schon so von Grund auf passen, von oben nach unten. Und wenn ich mal was rausnehme, wenn ich mal ein Ladegut entferne, möchte ich darunter immer noch einen schönen Wagen oder Waggon stehen haben, den ich dann mir auch immer noch gerne angucke und ich sage, da hast du was vergessen zu machen, das passt nicht. Und deswegen werden selbst die Waggons und Wagen bei mir von unten mit bemalt. Hat man vorhin vielleicht gesehen, ich habe ja sogar das Fahrwerk gemacht.
was drunter ist, die Blattfedern und alles, was dazugehört, sehen wir nachher mal noch ein klein paar zu, wie ich das weitergestalte, damit eben alles ringsum passt irgendwo. Was ich jetzt mache, ist eine Rostfarbe, die ich habe. Das ist allerdings nicht die Rostfarbe, die ich sonst verwende. Da habe ich sonst immer diese extrem matte, so Mittelrost, ja, was ich immer so benutze halt. Und dieses Mal habe ich jetzt mir eine Farbe von Vallejo genommen. Ich hatte es ja von Vallejo, das ist so richtig schön, ist egal. habe ich mir genommen, um die dann entsprechend hiermit bemalt, weil die hat so einen dunklen Rostton, wie wir gerade sehen. Und den kann man auch sehr, sehr gut benutzen, wie wir hier gerade sehen, um diese sogenannten Holzbretter zu gestalten. Ja, damit es eben dann auch wirklich da unten dreckig aussieht. Da ist eben was gewesen, wo mal was ausgelaufen ist oder was dreckig war, wo was Rost abgekrümelt ist, was da eben alles in solchen Waggons da transportiert wird. Hier sehen wir es übrigens schon schön. Da male ich nämlich ringsum um diese Radhalterung. Die Teile male ich schwarz, weil im Grunde genommen optisch brauchen wir ja nur die Teile in der Mitte und die Feder. Und damit man das nicht so sieht, ich kann das ja nun nicht einfach alles wegschnitzen, dann habe ich ja gar keinen Halt mehr, habe ich das schwarz gemalt. Ja, das wird nachher matt. Wir sehen das jetzt hier immer noch so glänzend. Das habe ich also schwarz gemalt. Und alle Teile, die ich so nicht sehen wollte, wo ich der Meinung bin, die passen da nicht hin. Nicht, was ich jetzt mache. Jetzt habe ich ja so ein bisschen schwarz drüber gemalt, auch an die Teile da an der Seite. Das es ist ja nicht alles verrostet. Man hat ja nicht ein total hundertprozentig verrostetes Fahrwerk. Das gibt's nicht, oder es gibt's schon, aber möchte ich nicht. Das soll schon so ein bisschen im Bild behalten irgendwo. Da muss ich natürlich immer noch so ein bisschen rumexperimentieren. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Das sind meine beiden ersten, die ich jetzt erstmal, ich denke immer, hier steht innerlich was anderes, was ich jetzt so anders erstmal gestaltet habe. Ja, bis jetzt bin ich immer die Originalen gefahren und habe jetzt zum allerersten Mal eben die so gestaltet, dass ich sage, ja, das passt schon irgendwo. An den Puffern, das habe ich mit glänzendem Schwarz gemacht, damit er so ein bisschen fettig wirkt. Aber mir ist aufgefallen, in unserem kleinen Maßstab ist das, ja, sieht man sowieso nicht. Es ist ein schwarzer Punkt in der Mitte, das passt schon. Das Ganze wurde jetzt gefinisht von außen. Das habe ich ein Mattlack drauf gemacht. Ich habe mir eben eingeblendet kurz, damit eben diese Farben alle geschützt bleiben irgendwo. Es sieht so milchig aus, ja. Es sieht einfach irgendwo milchig aus. Und aber es muss ein Schutz drauf. Und das ist auch wieder matt. Das ist richtig schön matt, wenn es austrocknet. Da kommt nichts Glänzendes hin, weil ein glänzendes Modell, ja, was soll das? Also Mattlack drauf. Das habe ich sogar unten gemacht, wo ich später gar nichts mehr sehe, wo sogar nachher die zwei Schichten noch drauf kommen und so weiter und so fort. Ich möchte das gerne immer komplett haben. Und ich bin der Meinung, das gehört dazu. Warum soll ich da was weglassen? Ich meine, wir reden doch nicht über riesen Quadratmeterflächen, wo man sagt, aha, das lasse ich mal lieber weg, ja. Und dasselbe ist natürlich unten am Fahrwerk auch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, nachdem ich das lackiert habe oder übermalt habe, ist das noch ein schöneres Bild geworden, weil die Übergänge noch ein kleines bisschen so nicht verlaufen, aber ja, es sieht netter aus, nicht ganz so scharfkantig. Selbst die Bretter, die Teile habe ich gemacht, die habe ich dann, das habe ich jetzt nicht aus, das habe ich sogar rausgeschnitten, weil das Video ist eh lang genug heute. Und die musste ich nachher noch einspannen. Die habe ich von beiden Seiten bemalt oder nass gemacht mit diesem Lack. Und dann fing die an, sich so leicht zu wellen. Und da habe ich die bei mir auf dem Arbeitsplatz hier hingestellt, habe dann die ganzen übereinander gelegt und habe das dann mit einer Schnellspannzwinge, sagt man das so, ja, habe ich das Ganze dann entsprechend da, naja, dann festgepresst, dass es gerade blieb, ne? Hier habe ich jetzt die Aufnahmen sauber gemacht, wo die Achsen, wo die Spitzen dann später drin laufen. Falls da ein bisschen Farbe reingekommen ist, habe ich da mit dem Zahnstocher hin, bloß nicht mit Metall, mit dem Zahnstocher hin versucht, das nochmal ein bisschen, falls da was reingekommen ist. Man sieht es eh fast gar nicht da unten drunter, aber ein bisschen rausgepopelt da irgendwo, ne? Was ich jetzt mache, ist die Magnetkupplungen, die stromführenden Magnetkupplungen anzubringen. Die haben natürlich bei diesen Waggons hier nur den Zweck, den Strom weiterzuleiten. Das habe ich ja schon gesagt. Ja, diese haben nur, die haben keine eigene Stromaufnahme. Wäre natürlich ein leichtes gewesen, dann noch so eine Hülse wieder gemacht, wie ich schon gezeigt habe, drüber zu machen. Und geht aber nicht. Erstens mal habe ich auf der einen Seite Plasterachsen und zweitens kann ich nur an einer Achse abnehmen. Das heißt, ich würde nur eine Stromseite abnehmen können. Ja, Blödsinn, das ist fatale Liebesmühe irgendwo. Und deswegen leiten die lediglich den Strom von den dahinterliegenden Wagen oder Waggons entsprechend an die Lok nach vorne weiter. Und das fällt gar nicht auf, wenn da mal zwei keinen Strom abnehmen, weil normalerweise nimmt ja gar kein Waggon Strom ab für die Lok.
Und also passt das irgendwo schon. Hier musste ich jetzt noch ein bisschen mal was abknipsen, denn die Kupplungen, die sind etwas anders aufgebaut als die originalen. Und das wäre dann im Weg gewesen. Ist aber überhaupt nicht weiter schlimm. Da kommt nachher beim Zusammenfügen der Waggons dann in Tüpfen irgendwie ein kleiner, leicht lösender Kleber dran. Ich sag mal hier sowas wie hin und weg oder irgendwas von noch, dass man das relativ schnell wieder lösen kann, wenn man den Wagen mal aufmachen will oder den Waggon. Ich hab mal Wagen. Warum sage ich mal Wagen? Das sind doch keine Personenwagen, das sind Waggons. Egal, ihr wisst, was ich meine, wenn ich hier so krummes Zeug rede. Was ich jetzt mache nochmal ist, ich lege Blei unten ein. Ich habe zwar die originalen Metallplatten noch, aber das Blei ist schwerer. Ich habe das abgewogen auf einer kleinen Küchenwaage. Da kommt also definitiv Blei drunter. Das habe ich in verschiedenen Stärken da. Wir werden es auch gleich nochmal sehen, hier in der Schachtel. Das sind also verschiedene Stärken von 1 mm bis hier bis zu den schmalen, die ich jetzt gerade verwende. Weil die muss ich jetzt schmal machen, denn die lege ich nämlich oben ein. Wir sehen es jetzt hier schon. Ich möchte den Waggon noch etwas schwerer haben. Denn da kommen, wie gesagt, die Reinigungszwerge drunter und das Ganze soll schön aufliegen. Die Reinigungszwerge sind selber nochmal beschwert, da liegt nachher auch noch Blei drauf. Und so, dass der Waggon schön auf dem Gleis aufliegt. Und ich beschwere ja sowieso alle Waggons und Wagen bei mir. Die bekommen alle Bleigewichte rein. Egal, ob das jetzt Personenwagen sind oder Güterwaggons sind, die bekommen alle Blei rein. Es läuft einfach besser. Es sieht netter aus, wenn ein Waggon, wenn der schön schwer aufliegt, als wenn der da so rumzappelt auf den Gleisen. Ja, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Das sieht nicht. Und ja, entsprechend, wie gesagt, bekommen alle Blei, selbst eben die anderen Personenwagen auch rein. Und das finde ich einfach netter. Und hier klebe ich jetzt dann diese Holzmaserung ein. Ich finde, das sieht gleich ganz anders aus. Natürlich ist das jetzt ein Millimeterchen weiter oben. Aber mal ehrlich, ich belade den Wagen zum Schluss. Mein Gott, an alle Erbsenzähler, es ist halt so bei mir. Ja, und da will ich jetzt keinen persönlich ansprechen, nicht, dass sich wieder jemand angegriffen fühlt. Wie im letzten Video, da hatte ich wohl jemanden angesprochen, was die Weichen anging. Der war gar nicht gemeint, aber er fühlte sich halt angesprochen. Naja, egal. Er hat sich aber auch nicht wirklich beschwert, muss ich dazu sagen. Alles im grünen Bereich. Alles gut. Und ja, jetzt von unten auch noch ein bisschen Farbe, nachdem ich alles verlötet habe unten drunter. Kommt da einfach die gleiche Farbe wieder drauf. Die Kabel siehst du nicht. Von keiner Position, außer ich hebe den Waggon hoch, schaue mir von unten an, sage, aha, da sind ja wie Leitungen unten drunter. Mehr nach mehr sieht das nicht aus. Ja, man sieht da nicht wirklich, sagt, oh, da ist ja ein Kabel verlötet für den Strom. Ja, erstens mal selbst wenn, wen juckt's? Und zum zweiten Mal, man erkennt es als solches gar nicht. Sieht aus wie irgendwelche Bremsleitungen oder irgend sowas in der Art. Hier bemale ich, wie gesagt, die Radpaare noch. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eins mit der Plastikachse, was ich vorhin sagte, die Dinger mag ich gar nicht. Aber aufgrund der Schwere des Waggons passt das. Läuft super. Ja, alles überhaupt kein Problem. Die werden also jetzt nur ganz leicht von außen bemalt. Auch mit Rostfarbe irgendwo. Ja, das ist also auf der Lauffläche, macht man ja nichts, ist ja klar. Aber wenn da mal Farbe drauf kommt, das habe ich nachher dann noch mal ein bisschen abgemacht mit einem Tuch. Hier sieht man das mit den Dingern da unten, mit den Kabeln drunter. Mein Gott, mal ganz ehrlich, sieht man nicht. Wenn man fährt, ist alles weg, weil alles irgendwo optisch in der Mitte ist und das passt irgendwo schon. Jetzt mache ich hier ein bisschen, wie heißt das Zeug? Jetzt habe ich es vergessen. Mal dieses Pulver da. Dieses, naja, ist egal. Ich blende es auch noch ein. Jetzt war es weg, eben musste ich es noch. Ja, damit die Achsen schön laufen, da kommt also kein Öl rein oder irgend sowas. Das wird mit diesem Pulver. Verritt wollte ich gerade sagen. Ist egal, ich blende es wie gesagt ein. Und damit laufen die ganz sauber. Man sieht es schon selbst, die Plastikachsen, wenn ich ja so leicht drüber ziehe, die drehen jetzt nicht minutenlang nach, aber die drehen ein paar Umdrehungen weiter. Was ein sicheres Zeichen ist, dass sie leicht laufen. Und das sind die Radsätze mit den Metallachsen drinne, da klipse ich dann die Reinigungswerke. Hier haben wir sie. Die Reinigungswerke haben von mir kleine Bleigewichte drunter bekommen, dass die eben noch ein bisschen schwerer aufliegen. Ich weiß nicht, ob ich das mit den Bleikugeln Bleikugeln lasse. Die sind vom Angeln. Ich angle zwar nicht, aber die habe ich mir damals bestellt dafür. Die habe ich ja drauf geklebt. Oder ob ich das aus dem Blei mache, was ich hier auf der Rolle habe, dass ich mir da ein kleines Gewicht da zusammen
knetsche mit der Zange und dann darauf pappe oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall liegen die natürlich deutlich besser auf, als wenn die nur so hinterhergezottelt werden irgendwie von dem ganzen Zug. Und das liegt alles ein bisschen straffer, nicht wirklich fest. Also nicht, das ist behindert nicht, aber es passt irgendwo. Jetzt teste ich die Funktion und zwar schicke ich den Strom ja komplett jetzt durch die beiden Waggons durch zur Lok. Alles über die stromführenden Magnetkupplungen. Jetzt verbinde ich ganz kurz die WLAN-Maus mit meiner Z21. Und die fährt jetzt auch entsprechend, das kann ich ja schon spoilern, sonst würde ich es ja nicht zeigen. Die fährt auch entsprechend jetzt komplett mit dem Strom von dem letzten Waggon bis zur Lok geschickt. Passt irgendwo. Das heißt, ein sicheres Zeichen, dass alles gut funktioniert. Und wenn ich jetzt dahinter noch andere Güterwaggons packe oder auch davor, reihen die sich einfach ein. Die anderen nehmen den Strom ab und diese beiden leiten es einfach weiter. Und jetzt sehen wir die beiden Waggons zum ersten Mal ein bisschen in der Großaufnahme mit den Reinigungszwergen drunter. Die Magnetkupplung finde ich super. Jemand schrieb mal irgendwann, dass die fummelig wären. Die ziehe ich doch bloß ganz leicht auseinander. Das ist doch leichter zu lösen als diese ollen Haken von den Originalkupplungen. Ja. Und jetzt sehen wir es aus der Nahaufnahme. Natürlich achtet immer drauf, ich bemale ein bisschen übertrieben. Das ist eine Nahaufnahme. Und bei der Nahaufnahme bei Spur N muss man es, also man muss bei Spur N muss man etwas, wie sage ich mal, etwas derber malen. Man kann nicht so zart und kleine Konturen, wie man das vielleicht bei H0 oder 1:35 machen würde, sondern man muss eben ein bisschen grober malen, dass man, wenn man den Zug fahren sieht, das auch noch sieht. Ja, wenn das zu fein und zu schwach und so, das geht, das sieht man nicht, das kann man lassen, dann kann man es eigentlich so lassen, wie es war, dann muss man da nichts altern dran irgendwo. Und das passt irgendwo. Jetzt hier in der sogenannten Bonusreihe zeige ich euch noch, wie ich so ein paar Kabeltrommeln herstelle. Das habe ich ja mit dem Lasercutter diese Rundungen da ausgedruckt und habe ich da einfach ein Kabel drum rumgewickelt, die übrigens auch nochmal abkommen, die bleiben nicht so. Ja, die sind mir etwas zu grob, also ich bestelle mir dann noch ein viel, viel feineres Kabel, was ich drum rumwickeln kann. Oder werde ich dann entsprechend neu, weil die werden ja ein bisschen verklebt jetzt hier. Und entsprechend, hier sieht man es, da kommt ein Tropfen Sekundenkleber drauf, die Stelle ist nach unten, passt. Und dann, ja, habe ich jeden Wagen bestückt mit 6 solchen Trommeln. Da kamen dann noch so ein paar Hölzerchen oben drauf als Unterstützung, passt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Schaut gerne mal in diese beiden Videos hier oben rein, das passt wieder zum Thema. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche, nächsten Freitag, 16 Uhr wieder. Und bis dahin sage ich, macht's schön gut. Tschüss, euer Uli.